Wollen Sie die nicht bezahlen? Ich habe eigentlich gedacht, ich spare das Geld. Für 2 Kaffee? Gerne. Aber geht gerade nicht. Wo warst du so lange? Der Typ von der Pfandleihe hat das Objektiv verkauft. Muss erst mal ein anderes finden. In meiner Tasche. Ich hasse diesen Job. Warum machst du denn sowas? Echt, ich verstehe dich manchmal nicht. Was hätte ich denn tun sollen? Scheiße. Lass doch offen. Hast du nicht gehört, wie viele Autos hier in letzter Zeit gestohlen werden? Du musst deiner Kundin die Fotos auch geben. Das war doch dein Auftrag. Mensch, 500 Mark, damit könntest du wenigstens einen Teil deiner Schulden bezahlen. Na hör mal, es gibt aber auch Grenzen. Das hat ihr doch nicht ernst gemeint. Manni, sie hat die Fotos gesehen, ist rot geworden vor Wut und bietet mir 12.000, wenn ich einen Unfall ihres Mannes arrangiere. Ich sage, tut mir leid, ist nicht drin und sie bietet mir 15.000. Dann hast du die Fotos wieder abgenommen und sie rausgeschmissen, ne? Nur weil ich Privatdetektiv bin, heißt das noch lange nicht, dass ich mich für jeden Dreck kaufen lasse. Wenn ich das wollte, wäre ich auch Stadtrat geworden. Ja, sehr witzig. Kann man auch nur denken, wenn einer da ist, der ihm immer wieder den Kühlschrank auffüllt. Herr Wilsberg. Ja, Moment, ich komme. Und der Laden läuft eben nicht. Kein Mensch liest mehr alte Bücher. Wie viel macht's denn bisher? Oh, einen Moment. Mit heute macht das zusammen... Na, was auch immer, schreib's drauf, ich geb's dir dann. Sowieso nicht. Ja, bitte. Guten Tag. Ich suche einen Privatdetektiv. Glückwunsch, Sie haben einen gefunden. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Was ist Ihr Problem? Es geht um meine Frau. Sie hat eine Affäre. Das wissen Sie mit Sicherheit, Herr... Jansen. Ja. Und ich möchte, dass Sie mir Fotos davon liefern. Wenn Sie es schon wissen, wozu dann noch Fotos? Ich will einen klaren Beweis. Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass es im Nachhinein nicht angenehm ist, wenn man sich diese Bilder... anschaut, seine Frau mit jemand anders zu sehen ist. Also, Herr Wilsberg, die Sache wird mich nicht umhauen. Oder haben Sie mit solchen Fotos ein Problem? 90 Mark die Stunde plus Spesen, wenn ich Ihre Frau beschatte. Sobald ich den Namen und die Adresse des betreffenden Herrn herausgefunden habe, weitere 500 für die Fotos. Beschatten brauchen Sie meine Frau nicht. Ich kann Ihnen Ort und Zeit sagen, wann Sie sich wieder treffen. Warum machen Sie die Fotos dann nicht selbst? Dafür gibt es doch Leute wie Sie. Profis mit genügend Erfahrung und der richtigen Ausrüstung. Sie sind mir empfohlen worden. Hier. Das ist sie. Also wie war das? Wenn Sie die Adresse schon haben, 600. 500. Schön, 500. Und weitere 100 ist keine Motivation für gestochen scharfe Bilder. Wann? Heute Abend um 9. Tanja, noch ein Löffel. So ist leckerer. Keine Eltern, keine Erziehung. Hi Tanja, hab mich schon gewundert, wo du bleibst. Wieso? Dauert doch sonst nicht so lange, bis du auftauchst, wenn der Kühlschrank mal voll ist. Wollte nur mal einen Tag sagen. Okay, aber lass die Finger vom Kirschjoghurt, Mann, ich brauche dein Auto. Was? Mal probieren. Nee, Georg. Nicht schon wieder. Ach komm schon, Manni. Ich habe einen Auftrag angenommen. Nicht mit meinem Auto. Ihnen wenigstens jetzt einen Löffel. Kümmere dich lieber um deinen Schützen. Die futtert dir alle Vorräte weg. Also ich muss jetzt sofort nach Hause und dann zur Ausschusssitzung. Lies doch einfach das Protokoll, steht alles drin. Es geht um was Wichtigeres. Ach, es geht um diese... Ja, diese. Wer diese? Du nimmst einen Löffel. Es geht um Frau Schulte, seine Traumfrau. Wegen der willst du da hin? Naja. Als sie bei uns angefangen hat, machen mir die Sitzungen richtig Spaß. Letztes Mal hätte ich sogar fast einen Platz neben ihr bekommen. Und hast du dich schon mal angesprochen? So weit sind wir noch nicht. Ich will auch nichts überstürzen, weißt du. Das ist vollkommen richtig. Damit du heute Abend nicht auf dumme Gedanken kommst, gehst du am besten ins Kino und lenkst dich ab. Meinst du? Aber ich wollte sie wenigstens sehen. Naja, aber gerade bei aufkeimenden Beziehungen sollte man frühzeitig lernen, mit Enttäuschungen fertig zu werden. Pass aber drauf auf, ja? Klar. Ich will mit dir mit. Bist du irre? Ich hab da zu tun. Eben, deswegen ja. Was willst du denn damit? Ich hab zu tun. Kommt gar nicht in Frage. Ich weiß, es ist schwer, einem weisen Kind einen Wunsch abzuschlagen. Apropos schlagen, provozier mich nicht. Wo soll ich dich denn rauslassen? Du hast doch letztens über Berufswahl und Ausbildungen so geredet. Na, wahrscheinlich. Und? Ich weiß jetzt, was ich machen will. Nämlich? Ich werde Journalistin. Ach, wir müssen das anstellen. Ganz einfach. Ich schreibe eine Story und weil sie auf jeden Fall richtig spannend wird, druckt die Zeitung sie und ich krieg Geld. Das ist doch keine Ausbildung. Was brauche ich denn für eine Ausbildung? Schreiben kann ich und die Kommas kannst du für mich setzen. Klasse. Und deshalb musste ich dich mitnehmen? Ja. Ich schreibe nämlich eine coole Reportage über einen coolen Privatdetektiv. Nämlich über dich. Vergiss es. Mann, echt geschickt, Herr Detektiv. Oh, Scheiße. Verzeihung, ich hab sie überhaupt nicht gesehen. Ja, sieht wohl so aus. Mist. Wollen Sie die Polizei rufen? Nee, ich glaube, die brauchen wir hier nicht. Ich weiß nicht, wie die Rechtslage ist in solchen Fällen. Na, wie immer, der mit dem besseren Anwalt gewinnt. Ich vermute mal, ich bin schuld hier. Rufen Sie mich an, die Versicherung wird das regeln. Georg Wilsberg, Buchhandel und Antiquariat. Ich habe leider keine Karte dabei, aber Sie werden von mir hören. Gerne. Schönen Abend. Ebenso. Getarnt als Buchhändler lauert Georg W. in dunklen Nächten. Was den Scheiß? Keine Sorge, von mir erfährt niemand, was für ein Tollpatsch du bist. Getarnt als Buchhändler lauert Georg W. in dunklen Nächten jenen Menschen auf, die ein stilles Geheimnis mit sich herumtragen. So, ich muss arbeiten. Du bleibst im Wagen. Ich störe dich nicht, ehrlich. Ich mache mir nur ein paar Notizen für meinen Artikel. Wenn ich dich störe, dann sagst du das und dann gehe ich wieder, okay? Dann hätten wir das ja geklärt. Du störst mich, ich sag dir das, also gehst du wieder. Im Auftrag wütender Ehemänner ist er unterwegs, um die Wahrheit über Liebe, Treue und Verrat ans Licht zu bringen. Mensch, sowas druckt doch kein Mensch. Du kannst dich doch nicht in so ein Gewerbe reinstümpern. Du hast auch keine Ausbildung als Privatdetektiv. Aber ich muss diesen Job machen. Ach ja, und warum? Weil ich nichts Vernünftiges gelernt habe. Ich denke, du hast Jura studiert. Eben. Keine Tür hält ihn auf, kein Schloss ist... Verschwinde! Ach komm schon, ich will es versuchen, ganz ernsthaft. Den Artikel wird niemand nehmen. Ich will dir auch bloß eine Absage ersparen. Pech, wenn ihn keiner nimmt, dann nimmt ihn keiner. Aber ich will es wenigstens versucht haben. Versuche wenigstens die Klappe zu halten. willst du hier fotografieren? Ich fass nichts an. Was denkt sich ein Detektiv, wenn er sowas macht? Nichts. Wenn du mir nichts erzählst, dann kann ich später auch nichts schreiben. Also gut. Was denkt sich ein Detektiv? Ich zum Beispiel denke darüber nach, wie lange wir Zeit haben, bis der Mieter dieser Wohnung zurückkommt. Und wie lange? 11 Minuten. Höchstens. Und woher weißt du das? Wonach riecht's in dieser Wohnung? Spießig. Und muffig. Es riecht nach Hund. Die Wohnungstür war nicht abgeschlossen, sondern nur zugezogen. Das heißt, der Mieter ist nicht in Urlaub. Bleibt anzunehmen, dass er um diese Zeit mit seinem Hund Gassi geht. Das heißt, er marschiert einfach um den Block. Das ist 1 Kilometer. Dafür braucht er mit Pinkelpausen für den Hund ungefähr 15 Minuten. Wir sind seit 4 Minuten in der Straße, haben niemanden mit Hund getroffen. Das heißt, uns bleiben noch 11 Minuten, bis er zurückkommt. So einen Scheiß muss man sich ausrechnen. Was? Die haben es so eilig. Ziehen die Vorhänge nicht zu, lassen das Licht brennen. Hey, alter Mann, schon vergessen, was Leidenschaft ist? Hey, das ist nichts für dich. Jetzt tu doch nicht so, als wäre ich noch ein Kind. Ey, das ist doch die Tussi, die du eben unten angefahren hast. Ach, sag bloß. Du bist vielleicht unauffällig. Vielleicht sollte ich doch lieber über den anderen schreiben. Den Typ, den kenne ich auch. Wer soll das sein? Keine Ahnung, aber sein Bild habe ich schon mal in der Zeitung gesehen. Was machst du jetzt? Zum vollständigen Job gehört auch, dass ich festhalte, mit welchem Auto sie gekommen ist und in welches Haus sie gegangen ist. Cool, das war ja richtig spannend. Verstoß gegen Paragraf 123 StGB, Hausfriedensbruch, kann mit Freiheitsentzug bis zu einem Jahr bestraft werden. Wenn sie einen erwischen? Wenn man zum Beispiel überall seine Fingerabdrücke hinterlässt. Hast du sowas schon oft gemacht, so einbrechen und so? Wenn du wirklich Journalistin werden willst, dann lern schon mal, dass man manche Fragen besser nicht stellt. Manche Fragen besser nicht stellen. Gute Fotos. Und die Negative? Wir sind dabei. Dann auf Wiedersehen, Herr Wilsberg. Auf Wiedersehen, Herr Jansen. Haben die Tatwaffe nicht gefunden. Was sagt der Gerichtsmediziner? Hat versprochen, sich zu beeilen. Heute Nachmittag liegt der Bericht auf Ihrem Tisch. Danke. Hallo, Leo. Hallo, Anna. Na, was macht das Geschäft? Hast du wenigstens ein paar interessante Jobs gehabt in letzter Zeit? Den üblichen Ehekram. Kennst du eine Eva Arnold? Nicht, dass ich wüsste, wieso. Und? Wann ist sie ermordet worden? Vermutlich vor 5 Tagen, genau, das wird die Obduktion zeigen. 14 Einstiche, Brust-Halsbereich, durchtrennte Halsschlagader. Muss eine ziemliche Sauerei gewesen sein. Vielleicht ein Sexualdelikt. Was ist? Kennst du sie? Nein. Wir haben deine Visitenkarte bei ihr gefunden. Aha. Dann hat ihr Auto vielleicht einen kaputten Blinker. Bitte? Ich habe vor ein paar Tagen beim Einparken einen anderen Wagen gerammt. Meine Visitenkarte in den Scheibenwischer geklemmt und war es möglicherweise ihrer. Weiter? Nichts weiter. Du hast doch gar kein Auto. Ach so, Manni musste wieder herhalten, verstehe. Was soll denn das? Glaubst du vielleicht, ich habe sie umgebracht, damit Mannis Versicherungsprämie nicht steigt? Komm mit in mein Büro. Ich weiß, du hast sie nicht umgebracht, aber ich kenne dich lange genug, um zu wissen, wann du lügst. Wo warst du vorigen Donnerstag? Weiß ich nicht mehr. Was soll das? Willst du demonstrieren, wie groß deine Abneigung gegen die Polizei ist? Nein, aber du traust einem heruntergekommenen Privatdetektiv anscheinend alles zu. Ja. Scheiß Job, ne? Leute bespitzen. Er ist halt Anwalt geblieben. Aber leider haben sie die Zulassung entzogen. Kann ich was dafür? Aber das sind doch alte Geschichten, da denke ich doch überhaupt nicht mehr dran. Dann ist ja gut. War sie vielleicht verheiratet oder hat einen festen Freund oder sonst irgendjemand, der Grund hatte, eifersüchtig zu sein? Nein. War Single. Ihr werdet den Kerl schon kriegen. Im Büro. Bist du ruhig, ich hab da noch Mittagspause. Wer hat denn gesagt, dass ich hier bin? Meine Frau Schulte. Was? Wie, wann, wo hast du ihn gesehen? Sie kam in dein Büro und hat mich rausgeschmissen. Sie kam in mein Büro? Wieso rausgeschmissen? Ich saß an deinem Computer, ich wollte in die Zentralkartei des Einwohnermeldeamts. Mit meinem Computer? Ich war schon drin, da stand sie mitten im Zimmer. Sag mal, spinnst du? Ich suche einen Jansen, der Typ, der mir letzte Woche den Fotoauftrag gegeben hat. Warum? Die Frau auf den Bildern ist tot. Oh Gott. Ermordet in der Nacht, in der ich sie mit einem anderen Mann im Bett fotografiert habe. Warst du da schon der Polizei? Ach, natürlich nicht. Der Typ hat mich komplett verarscht und ich habe mich von ihm kaufen lassen. Meinst du, er war's? Möglicherweise. Jansen ist mit Sicherheit ein falscher Name. Nein, Georg, bitte. Ach komm, Manni, es gibt 23 Jansens in Münster und Umgebung. Die kann ich doch nicht alle zu Fuß abklappern. Aber erst sagst du mir, was Frau Schulte von mir wollte. Na gut. Sie hat sich in der Tür geirrt. Aber immerhin, sie kennt mich. Sie weiß, wer sonst dort sitzt und dass ich nicht du bin. Ja, dann hast du ja alle Chancen. Pass auf, dass der Wagen nicht gestohlen wird. Und denk dran, nach längeren Strecken ein bisschen Kühlwasser nachfüllen. Ja, mach ich. Kannst du nächstes Mal selber machen. Fakten sammeln gehört zum Handwerk des Journalismus. Ja, ich weiß, ich soll recherchieren lernen. Aber weißt du, wie bescheuert das ist? Ich stehe morgens früh stundenlang in diesem blöden Archiv, um irgendwelche Zeitungsfotos zu suchen. Und du hast doch gesagt, dass du ihn schon mal gesehen hast. Habe ich ja auch. Wusste ich aber noch nicht, was für ein Stress das ist. Hier, Dr. Schäffler, irgend so ein Direktor. Ist verheiratet und macht mit einer anderen rum. Die Sau. Bei Sonnenschein und guter Laune weiten Dr. Schäffler, Direktor der Münsteraner Kreditbank, und seine Gattin, Rechtsanwältin Caroline Schäffler, den neuen Kindergarten in der Westgasse mit einer großzügigen Spende des Kreditinstitutes ein. Auch die schmutzigen Spielchen der oberen 10.000 entgehen dem geschulten Auge des Privatdetektivs nicht, denn vor ihm sind alle gleich. Vielen Dank für die Blumen. Was ist eigentlich mit dem angeblichen Ehemann von der toten Frau? Keine Spur. Jansen heißt er jedenfalls nicht, ich habe gestern alle abgeklappert. Aber jetzt kann ich ja mal den Herrn Direktor fragen, ob er mir spannende Fotos von seinen Bettspielchen mit Eva angeboten hat. Erpressung, wie geil. Hm. Als Handlanger eines Erpressers missbraucht, macht Georg Wilsberg auf die Suche nach der Wahrheit. Du musst beweisen können, was du schreibst. Man darf so eine Geschichte auch nicht kaputt recherchieren. Und wir wissen, der Privatdetektiv ist nüchterner Zeuge und unliebsamer Beobachter. Warte, ich komm mit! Du musst mich beeilen, bei 3 fahr ich los. 3. Aber manchmal ist er auch nur gemein und hinterhältig. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, Frau Hartwig, ich würde gerne mit Herrn Dr. Schäffler sprechen. Er ist leider nicht im Haus. Kann ich Ihnen helfen? Sie können mir sagen, wo ich ihn finde. Worum geht es denn? Da bin ich mir im Moment gar nicht so sicher. Also, Sie müssten mir schon verraten, was Sie von Herrn Schäffler wollen. Sagen wir, ich will ihn davor warnen, in einen Handel einzugehen. Wenn Sie möchten, werde ich mit Herrn Schäffler sprechen und Sie bezüglich eines Termines anrufen. Wie ist denn Ihr Name, bitte? Danke, machen Sie sich keine Mühe. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Hab ich? Also, dafür bin ich eigentlich nicht zuständig. Ja, ist gut. Ich komme. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich suche Herrn Schäffler. Herr Dr. Schäffler reitet aus. Prima, dann hat er Zeit für ein Schwätzchen. Wo reitet er denn? Das Ausreiten auf dem Gelände ist nur Mitgliedern gestattet. Ich fürchte, Sie werden ihm nicht folgen können. Verstehe. Vielen Dank. Halt! Warten Sie! Herr Dr. Schäffler? Ja? Herr Dr. Schäffler? Mein Name ist Wilsberg. Angenehm. Ich habe gehört, Sie sind Bankdirektor, Herr Schäffler. Ja. Spannender Job, Kontakt zu vielen Menschen. Ach, viel Schreibtischarbeit, Papierkram. Wissen Sie, ich könnte mir vorstellen, als Bankdirektor, da ist man doch sicher oft irgendwelchen Intrigen und Anfeindungen ausgesetzt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Sie das meinen. Naja, ich stelle mir vor, dass ich als Bankdirektor ziemlich gefährdet wäre. Ich könnte zum Beispiel Opfer einer Erpressung werden. Lass Sie nicht aufhalten, ich komme gleich nach. Worauf wollen Sie hinaus? Angenommen, ich wäre verheiratet und jemand hätte Fotos von mir im Bett mit einer anderen Frau. Was soll ich denn da tun? Dann sollten Sie so klug gewesen sein und Ihrer Frau schon früher von Ihrem Verhältnis berichtet haben. Dann wäre die Erpressung wirkungslos. Das ist eine Möglichkeit. Aber welche Ehefrau macht sowas mit? Das fragen sich wahrscheinlich Millionen von Männern. Wenn man so eine hat, dann sollte man sie nie mehr gehen lassen. Plötzlich wird meine Geliebte ermordet aufgefunden. Ermordet in der Nacht, in der besagte Fotos gemacht wurden. Wie muss ich dann reagieren? Wie meinen Sie das? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Ich sagte, die Geliebte wurde ermordet und der Letzte, der sie lebend gesehen hat, ist der Bankdirektor. Was ist dann? Ich glaube, jetzt war es. Wenn Sie dann mal Bankdirektor sind, können wir ja weiterreden. Guten Tag. Georg, endlich. Hier. Was ist mit dem Wagen? Was soll damit sein? Gestohlen? Totalschaden? Ausgebrannt? Quatsch. Inzwischen brennen sie nämlich schon die Autos ab, die sie aufknacken. Hier. Würde dich umbringen, wenn das mit meinem passiert. Ist doch schon eine Woche alt. Umso schlimmer. Das sind Serientäter. Und werden sie schon bald den nächsten holen. Was machst du denn da? Ich suche die Privatadresse vom Direktor der Münsteraner Kreditbank. Dr. Schäffler? Mhm. Verdächtigst du den etwa? Bisher überprüfe ich ihn nur. Ja, das kenne ich. Du fängst an und siehst in allem und jedem einen Zusammenhang. Manni, sie war kurz vor ihrem Tod mit ihm im Bett. Na gut. Aber von mir hast du sie nicht. Oh, ist das weit. Ja, ich sag dir, lass die Finger von dem. Wenn du dich mit dem anlegst, kriegst du in Münster keinen Fuß mehr auf den Boden. Manni, das ist Wahrheit. Schäffler? Ja. Mein Name ist Wilsberg. Ich würde gern mit Ihnen über Eva Arnold sprechen. Frau Arnold war eine Bekannte Ihres Mannes. Und sie ist tot. Das ist eine ziemliche Frechheit, Herr Wilsberg. Woher nehmen Sie den Mut, in mein Haus zu kommen und mich nach meinem Eheleben auszufragen? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will Sie nicht ausfragen. Ihr Mann hat mir bereits einiges erzählt. Von Ihnen brauche ich lediglich die Bestätigung. Sie unterstellen ihm also, dass er lügen könnte? Derartige Ehen sind selten. Wie sah die Frau aus? Er hat nicht gelogen. Sie wussten von der Affäre? Ich meine, er hat nicht gelogen, als er mir gesagt hat, dass sie gut aussieht. Seit wann wussten Sie es? Ich dachte, Sie wollten mich nicht ausfragen. Naja, das war nicht die erste und es wird auch nicht die letzte bleiben. Eva, glaube ich, heißt sie. Hat die Marion, die Elke, die Christine, all die anderen Frauen vor ihr, von denen habe ich auch gewusst. Und Sie dulden das alles? Ich erlebe in meiner Kanzlei oft genug, was es heißt, wenn eine Ehe in die Brüche geht. Ist Scheidungsrecht Ihr Fachgebiet? Nein. Aber wenn man möchte, dass eine Ehe lange hält, dann muss man was dafür tun. Was wären Sie bereit, dafür zu tun? Ich mache Zugeständnisse. Gibt's noch irgendjemand anderen, der von den Affären Ihres Mannes wissen könnte? Natürlich. Ich wette, der gesamte Münsteraner Landadel weiß es. Aber man würde es nicht laut sagen. Dazu ist mein Mann... Zu gefürchtet. Zu gern gesehen, Herr Wilsberg. Morgen, Herr Wilsberg. Ich komme mal wegen unseres Gesprächs auf dem Reiterhof. Ach ja? Wenn ich gewusst hätte, worum es geht, dann hätte ich Ihnen natürlich konkrete Angaben machen können. Aber ich habe nicht gewusst, dass Eva... Ist schon in Ordnung. Ich habe erfahren, was ich wissen wollte. Es ist da aber offensichtlich zu Missverständnissen gekommen. Sie rücken mich da in die Nähe zu einer Tat, die mit meiner Beziehung zu Eva nichts zu tun hat. Wie war denn diese Beziehung? Eher flüchtig. Flüchtig genug, um damit erpresst zu werden? Das ist so nicht richtig. Ach komm, Sie während unseres Gesprächs auf dem Reiterhof, da dachten Sie, ich wäre einer der Erpresser. Nein, ich muss Sie bitten, Ihre falschen Beschuldigungen zu unterlassen. Ich beschuldige Sie doch gar nicht. Ich sage lediglich, Sie werden erpresst, also Sie sind eigentlich das Opfer. Und ich muss Sie bitten, meine Frau nicht damit zu belästigen. Ich muss Ihre Behauptung überprüfen. Es gibt nichts zu hinterfragen. Sie lassen mich und vor allem meine Frau in Ruhe. Nicht bevor ich weiß, was Sie mir verheimlichen. Das wird Ihnen große Unannehmlichkeiten bereiten. Für wen arbeiten Sie? Für mich. Ich habe die Fotos gemacht, mit denen Sie erpresst werden. Ich will wissen, wer Eva deswegen umgebracht hat. Sie waren das? Sie widerlicher Kleiner. Sie machen mit denen gemeinsame Sache. Und dann fragen Sie mich, wer die Frau auf dem Gewissen hat? Geben Sie mir die Negative. Die habe ich nicht mehr. Ich warne Sie. Ich will die Negative. Wozu? Ich denke, man kann Sie damit nicht erpressen. Es geht ums Prinzip. Wenn Sie mir die Negative nicht geben, dann werde ich dafür sorgen, dass Sie hier in Münster keine müde Mark mehr in die Finger kriegen. Das bin ich gewohnt. Was denn noch? Haben Ihre Kollegen irgendwas vergessen? Wieso? Die von der Spurensicherung haben doch schon alles auf den Kopf gestellt. Was suchen Sie denn noch? Ich, wohnen Sie auch hier? Oben drüber. Und kannten Sie Eva gut? Ja, aber das habe ich doch der Kommissarin schon alles erzählt. Sie sind überhaupt nicht von der Polizei. Ich bin Privatdetektiv. Dann haben Sie hier erst recht nichts verloren. Wissen Sie, ich habe Eva nur kurz kennengelernt, aber ihr Tod tut mir sehr leid. Was wollen Sie denn hier? Ich verfolge eine Spur, die ich der Polizei nicht direkt auf die Nase binden möchte. Was für eine Spur? Ich habe Evas Handy gefunden. Jetzt würde ich gern wissen, mit wem sie in den letzten Tagen telefoniert hat. Und von mir wollen Sie den PIN-Code. Hi, hier ist Eva. Eure Nachricht nach dem Piep. Georg, hier ist Anna. Geh ran, ich weiß, dass du da bist. Pfiffig ist sie ja, muss man schon sagen. Wir haben bereits alles durchsucht, also lass die Finger von den Sachen. Hier, ich habe schon genug Ärger. Du hast schon genug Ärger. Ich will dich bloß warnen. Ich glaube, Sie sollten mal lieber rangehen. Was ist? Ja, ist ja schon gut. Jetzt beruhig dich. Ich bin gleich da. Können Sie sich vorstellen, warum ich diesen Job hasse? 1972. Evas Geburtsjahr. Danke. Wen suchen Sie denn eigentlich? Ich fürchte, das weiß ich erst, wenn ich ihn gefunden habe. Hier, das könnte er sein. Und was wollen Sie jetzt machen? Jetzt gehe ich mir einen Anschiss abholen. Herrschaft, was machst du auch nur für einen Mist? Der Direktor der Münsteraner Kreditbank hat sich beschwert, du würdest ihn belästigen. Jetzt will er dich drankriegen und das schafft er. Dann ist der Freund von unserem Freund, dem Staatsanwalt. Die beiden sind Skatbrüder. Ich hasse Skat. Ich habe Anweisung, dich ruhig zu stellen, wenn du den Schäffler weiterhin verfolgst. Und wenn der Staatsanwalt dir was will, dann ist ihm deine Vergangenheit schon Grund genug. Schön, ich betrachte mich hiermit als gewarnt. Ja, bleib hier, verdammt nochmal. Spiel nicht den Beleidigten. Also warum verfolgst du den Bankdirektor? Sag's, Georg. Oder ich bringe so etwas zur Sprache wie unerlaubtes Eindringen in ein Reitgelände. Ist dein Job. Ich lasse dich doch dann auch in Ruhe weitermachen. Hm? Vielleicht erzähle ich dir ja auch etwas von unseren Ermittlungen. Du meinst sowas wie Zusammenarbeit? Wenn du mich nicht verpfeifst. Es gibt Fotos, die die Ermordete zusammen im Bett mit Schäffler zeigen. Am Abend, als sie gestorben ist. Weiter? Schäffler wurde mit diesen Fotos erpresst. Von wem? Ich weiß es nicht, aber der Erpresser hat kein Geld bekommen. Warum nicht? Weil Schäffler sich nicht erpressen lässt. Seine Frau weiß über alle seine Bettgeschichten Bescheid. Hast du die Fotos gemacht? Frag mich nicht. Wer war dein Auftraggeber? Ich weiß es nicht. Erzähl mir doch nicht, du weißt nicht, wer dich bezahlt hat. Und was ist mit dieser Eva Arnold? Ich habe ihr die Visitenkarte wegen des Unfalls gegeben. Sie wusste nicht, wer ich bin. Hast du gewusst, dass sie sich als Callgirl ein bisschen was nebenbei verdient? Siehst du mal, Zusammenarbeit. Ach, gibt's schon Obduktionsbericht? Gibt es. Tatwaffe haben wir nicht gefunden. Aber es muss laut Untersuchungsergebnis ein ganz normales Fleischmesser gewesen sein. Einstiche in Hals und Brust lassen darauf schließen, dass es viele blutige Spuren gegeben hat. Wir haben aber am See nur Schleifspuren gefunden im Gras. Das heißt, sie ist woanders ermordet worden. Es gibt übrigens keinen Hinweis auf ein Sexualdelikt. Was war noch auf diesen Fotos zu sehen? Irgendwas, wofür man einen Menschen ermorden würde. Ich weiß es nicht. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, aber ich weiß es nicht. Hm. Ach, warte mal. Wir haben in der Wohnung von Eva Arnold ein Ladegerät gefunden und Mobilfunkrechnungen. Wir suchen das Handy. Du hast nicht zufällig, du. Ich? Nö. Hallo, Mordkommission, Springer. Ich hätte gern Herrn Dr. Schäffler. Buchholz? Wie war der Name? Buchholz. Peter Buchholz? Nein, Bauunternehmen Buchholz. Oh, verwählt. Ja. Ich brauche jetzt eine konkrete Aussage, Herr Buchholz. Ich muss schließlich Absprachen treffen, zum Beispiel mit der Firma Wendt. Ja. Gehen wir. Was ist mit dem Estrich? Wann wird der denn gegossen? Oder heute mal wieder Buchholz. Sie verholzt, lassen Sie mich los. Ich lasse mich von Ihnen nicht verarschen. Die Frau, die ich für Sie fotografiert habe, ist ermordet worden. Herr Buchholz? Moment, ich komme gleich. Verschwinden Sie, oder ich rufe meine Männer. Die Frau ist tot und der Direktor der Kreditbank wurde mit meinen Fotos erpresst. Ich habe niemanden erpresst. Und von dem Mord habe ich in der Zeitung gelesen. Herr Buchholz! Moment noch, ich bin sofort da! Eva hat als Callgirl gearbeitet. Sie haben sie bezahlt und auf Schäffler angesetzt. Ich sollte Fotos davon machen und Sie wollten kassieren. Eva musste daran glauben, weil Sie nicht teilen wollten. Schäffler lässt sich aber nicht erpressen und Sie gucken dumm aus der Wäsche. So ein Blödsinn, warum sollte ich Sie töten, bevor ich die Fotos in Händen habe? Erklären Sie es mir! Ich habe Sie an diesem Tag gar nicht gesehen. Ich war mit zwei meiner Jungs bis spät in der Kneipe, die können das bezeugen. Klar, die werden ja auch genug dafür bekommen haben. Spielen Sie sich hier so auf? Sie haben Ihr Honorar doch gerne genommen. Und jetzt markieren Sie die Moralabtastung! Wo sind die Fotos? Ich habe sie nicht mehr. Wenn Sie die angerührt haben, dann sind Sie dran. Das verspreche ich Ihnen. Mahlzeit. Mahlzeit. Ah, Georg, na endlich. Wo ist mein Wagen? Gestohlen. Du, ich bin nur im Moment ausgestiegen. Ich wollte dich anrufen, dass ich ihn dir jetzt bringe. Und in dem Moment, zack, war er weg. Mein Wagen ist weg? Entschuldigung. Sag mal, du lässt dir meinen Wagen klauen? Mein Wagen? Ist das nicht Frau Schulte, deine Traumfrau? Ja, jetzt lenkt man nicht vom Thema ab. Ich will meinen Wagen wieder haben. Okay, Manni, einverstanden. Ich werde deinen Wagen finden. Ich werde die ganze Bande zur Strecke bringen. Ich werde nicht eher ruhen, als bis ich deinen Wagen wieder habe. Mein Wagen ist gar nicht verschwunden. Wahrscheinlich steht er hier vom Haus und hat schon einen Strafzettel, ne? Okay, wenn du mir nicht glaubst, ich meine, wir können hier den ganzen Tag stehen und diskutieren. Aber irgendwo da draußen wird dein schöner Wagen gerade zu Schrott gefahren oder brennt möglicherweise sogar ab. Oh, Scheiße. Na gut. Was brauchst du dafür? Ich finde alles raus, was man über Richard Buchholz und seine Baufirma rausfinden kann. Bankverbindungen, Kontostand, Finanzen, Verbindungen. Mist, jetzt geht's nicht. Du, wenn du irgendwie Hilfe brauchst. Dann bist du der Letzte, den ich frage. Ich wollte nur mal Tag sagen. Nutella ist unten links. Na, was macht dein Artikel? Super, ich bin schon fast fertig. Und, wie läuft's bei dir? Klasse. Wenn man's mag, belogen und verarscht zu werden. Kannst du nicht irgendwann wieder als Rechtsanwalt anfangen? Warum hast du eigentlich damals die Zulassung verloren? Ich habe Geld genommen von einem Mandantenkonto. Unrechtmäßig. Und warum? Ich wollte einen korrupten Polizisten überführen. Ich brauchte die Kohle, um ihm eine Falle zu stellen. Und das haben Sie nicht gelten lassen? Es hat nicht geklappt. Seine Kollegen haben es vertuscht. Er ist davongekommen. Ich wurde verurteilt. Hey, so schlimm ist Privatdetektiv auch nicht. Kann ich deinen Artikel mal lesen? Hm. Da wird's ja eh wieder nur rum. Ich denke, ich sollte die Kommas reinschreiben. Der Artikel wird klasse. Was ganz Besonderes. Und das Beste ist, er ist von mir. Nimm doch beim nächsten Mal eine größere Tasche mit. Mach ich. Tschüss, bis nächstes Mal. Hallo. Haben Sie einen Moment Zeit? Meine Mittagspause ist sehr kurz, Herr Wilsberg. Sie haben sich meinen Namen gemerkt? Ich höre ihn in letzter Zeit öfter. Mahlzeit. In welchem Zusammenhang? Sie können mich gerne einiges fragen. Ich kann Ihnen nur sehr wenig sagen. Kennen Sie einen Herrn Buchholz? Ja, er ist einer unserer Kunden, ja. Wie laufen seine Geschäfte? Das weiß ich nicht. Und wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen nicht sagen. Ich muss das Bankgeheimnis wahren. Sie haben ihn gestern getroffen. Ja. Worum ging es bei diesem Treffen? Was haben Sie ihm übergeben? Ich sag doch, Bankgeheimnis. Wie ist es für einen Boss wie Schäffler zu arbeiten? Ich arbeite jetzt seit 3 Jahren für ihn und habe ihn sehr gut kennengelernt. Wenn Sie ihm einen Mord anhängen wollen, sind Sie auf dem Holzweg. Er erzählt Ihnen ja offensichtlich einiges. Ich bin seine rechte Hand. Dann wissen Sie also auch über seine Affären Bescheid? Ach, Sie interessieren sich für Klatsch? Klar, wenn man mir nicht die Wahrheit sagt. Springer, mein Name. Ah ja, Hartwig, guten Tag. Guten Tag. Wo finde ich denn Herrn Dr. Schäffler? Er erwartet Sie oben in seinem Büro. Danke. Gespräche über dieses Thema führe ich, falls notwendig. Ich bin ja schon weg. Also, Was wissen Sie über Buchholz und seinen Kontakt zu Ihrem Boss? Macht es Ihnen eigentlich Spaß, im Dreck von anderen Leuten rumzuwühlen? Macht es Ihnen eigentlich Spaß, ein Teil davon zu sein? Schäffler hat recht, Sie sind wirklich schmierig. Verzeihen Sie, Frau Hartwig ist nicht zu Hause. Können Sie ausrichten, dass jemand von der GEZ da war? Sie weiß dann schon Bescheid. Ist was nicht in Ordnung? Es geht um Ihre Gebühren. Hat sie etwa nicht gezahlt? Ach, das ist eine unangenehme Geschichte. Hätte mal Frau Hartwig ist immer sehr korrekt und ganz freundlich. Ja, das mag schon sein, aber was sich dabei gedacht hat. Wobei denn? Ich frage mich, hat so eine Frau wohl Geldsorgen? Frau Hartwig? Nein, das arme Ding, die lebt so bescheiden. Ein Fahrrad hat sie sich jetzt gekauft. Die haben ihr doch das Auto geklaut letzte Woche, aber sonst? Ja, alleine braucht man ja auch nicht so viel. Sie lebt doch alleine, oder? Sie hat keine Herrenbesuche, das kann ich Ihnen sagen. Es gibt da zwar einen Mann, aber so ganz glücklich ist sie mit dem wohl nicht. Ich höre sie manchmal weinen, verstehen Sie? Ja, ja, es ist aber auch ein Kreuz. So, und Frau Hartwig hat also nicht bezahlt. Wie kommen Sie darauf? Sie haben doch gesagt, eine unangenehme Geschichte. Unangenehm für uns. Sie hat uns zu viel überwiesen. Schönen Tag noch. Schäffler hat es geleugnet? Und seine Frau hat es bestätigt. Er behauptet also, diesen Abend nicht mit Eva Arnold verbracht zu haben. Sondern mit seiner Frau und traute Zweisamkeit zu Hause. Aber ich habe es fotografiert mit Datum und Uhrzeit. Dann zeig mir die Fotos, ohne die passiert nichts. Na, ich habe sie nicht mehr. Entweder Schäffler hat sie schon erhalten und vernichtet oder Buchholz hat sie und rückt sie nicht raus, solange Schäffler dafür bezahlt. Und wer ist Buchholz? Der Mann, der mich beauftragt hat. Ach, jetzt weißt du's. Ja. Ja. Hör mal zu. Weißt du, was Zusammenarbeit bedeutet? Du machst mir die Arbeit leicht, sonst mache ich dir das Leben schwer. Ist das klar? Und auf den Fotos ist doch kein Mord zu sehen, ach, oder? Anna. Also bitte, warum soll Schäffler dann dafür bezahlen? Seine Frau weiß von der Affäre sowieso. Selbst wenn wir die Fotos hätten, wäre schwierig, ihm einen Mord nachzuweisen. Also entweder er war's. Oder etwas anderes zu verbergen. Vergiss es! Sein Alibi ist lupenrein. Und seine Frau, warum deckt sie ihn? Ach, Schröder, wegen des Protokolls vom Dienstag. Was ist denn das für ein Wagen? Später. War geklaut, glaube ich. Ja, geklaut, wurde dann am nächsten Morgen abgebrannt in einem Feld gefunden. Wann war das? Vor ein paar Tagen. Warum? Der Wagen gehört Marion Hartwig. Sagt mir nichts. Mensch, du weißt doch, Schäfflers Sekretärin. Ja, die? Das ist interessant. Ja, und sie hat Kontakt zu Buchholz. Habt ihr mal untersucht, ob der wirklich geknackt worden ist? Ich meine, da lassen sich doch einige Rückschlüsse ziehen. Also ich bitte dich, dürfte schwierig sein bei so einem abgefackelten Cabrio. Warum denn? Was verheimlichst du mir denn schon wieder? Ich? Frag doch lieber mal die Schäfflers. Ich bin der Detektiv und Sie sind die Ratte. Das heißt, ich beschatte Sie und nicht umgekehrt. Sie folgen mir schon seit meinem Laden. Haben Sie Angst, dass ich was rausfinden könnte? Ich will mit Ihnen reden. Ach, wollen wir den Schäffler nicht dazu bitten? Verschwenden Sie doch nicht Ihre Zeit. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Einverstanden. Sie sagen mir die Wahrheit und ich lege beim Staatsanwalt ein gutes Wort für Sie ein. Soweit ich weiß, sind Sie der Letzte, auf den er hören würde. Aber ich lasse mit mir reden. Nennen Sie mir eine Summe. Sie können mich nicht kaufen. Sie können sich diesen Stolz doch gar nicht leisten. Es geht um den gewaltsamen Tod eines Menschen. Das hat mit Stolz verdammt wenig zu tun. Ich war es nicht. Hören Sie endlich auf, mir nachzuschnüffeln. Was ist denn mit Frau Hartwig? Verdient die an ihrer Erpressung mit? Wenn Sie Ihrem Mann ein falsches Alibi verschaffen, dann ist das Strafvereitelung. Paragraph 258 StGB. Und Absatz 6 dieses Paragraphen besagt, dass ich als Angehörige straffrei bleibe, wenn mein Mann tatsächlich ein Mörder wäre. Wenn nicht, kann ich der Polizei erzählen, was ich will. Und Sie verschaffen sich zufällig damit auch selbst ein Alibi? Das lässt sich nicht vermeiden. Ist aber nicht der wahre Grund. Ich weiß, dass Ihr Mann da war. Ich habe die Fotos gemacht, die das beweisen. Ich habe diese Fotos nie gesehen. Deshalb lügen Sie für einen Mann, der Ihnen untreu ist. Er ist mir treu. Er ist nur nicht monogam. Das ist auch eine Art von Treue. Ja, und sie hat einen gewaltigen Vorteil. Ich weiß, dass er mich nie wegen einer anderen sitzen lassen würde. Die Damen, die mein Mann zu sich ins Bett holt, bedeuten ihm zwar nicht viel, aber deswegen muss er doch nicht gleich eine umbringen. Und was ist mit Ihnen? Tut mir leid, Herr Wilsberg, auch wenn das in Ihren Augen sehr verdächtig erscheinen mag. Aber Eifersucht käme für mich als Motiv nicht in Frage. Wenn Ihnen mal der Kragen platzt, eine Geliebte zu viel, wann sehen Sie rot? Mein Mann hat viele Affären, aber nur eine Ehefrau. Und jeder lebt sein Leben. Deshalb auch die Stadtwohnung. Ich kann ihm nicht genug Bestätigung geben, dafür kenne ich ihn zu gut. Andere kann er noch beeindrucken. Da kann er Held und Retter spielen. Bitte. Ach, wo finde ich Ihren Mann heute Abend? Schäffler finde? Wenn Sie ihn hier nicht sehen, versuchen Sie es doch mal draußen. Ah ja. Ich habe einfach Angst, dass alles schief läuft. Du musst jetzt nur die Nerven behalten. Liebst du? Na klar. Warum tue ich denn das alles? Hm? Hi. Kühlschrank ist leer. Ich will nichts essen. Ich brauche einen großen Umschlag und eine Briefmarke. Ist das dein Artikel? Ja, ich habe ewig dran gefeilt und jetzt ist er perfekt. Was hast du denn so geschrieben? Na, wie du den Fall löst. Der Fall ist doch noch gar nicht gelöst. Ist doch egal, ich habe keinen Bock so lange zu warten. Vielen Dank für dein Interesse. Umschläge sind unten links in der Schublade, Briefmarken habe ich nicht. Bringst du ihn für mich zur Post? Wenn's sein muss. Kriegst du was vom Honorar ab, wenn ich's krieg. Oh, klasse. Du wirst schon sehen, was drucken die. Auf jeden Fall. Ciao. Das druckt doch kein Mensch. Schäffler und Hartwig. Und? Was heißt das? Die beiden haben nicht nur ein Verhältnis, sie haben auch noch was anderes zu verbergen. Hast du endlich meinen Wagen wieder? Klar. Nein, was? Ich bin dran. Dann steh ja nicht dumm rum, sondern mach dich an die Arbeit. Schäffler und Hartwig, Hartwig und Buchholz. Hast du was über Buchholz rausgefunden? Ja. Ja, und was ist mit dem Mann? Was? Ach so, ja. Seine Firma stand schon mit beiden Beinen im Bankrott. Konnte seine Rechnung nicht mehr bezahlen. Die Münsteraner Kreditbank hatte ihm sein Darlehen verweigert, aber vor 2 Tagen haben die Arbeiter plötzlich wieder ihren Lohn bekommen. Dann hat Schäffler also doch bezahlt. Was Buchholz von der Bank nicht bekommen hat, holt er sich jetzt beim Direktor privat. Wieso? Was hat die Hartwig damit zu tun? Was auch immer, ich habe jetzt keine Zeit für deine Mordtheorien. Jeden Augenblick kann Frau Schulte hier reinkommen. Habt ihr ein Date? Naja, Date. Sie sammelt das Geld ein für den Abteilungsausflug. Na, ist doch eine prima Gelegenheit, sie endlich mal anzusprechen. Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Na dann. Frau Schulte, wissen Sie eigentlich, was Sie anrichten, wenn Sie jetzt dieses Zimmer betreten? Bitte? Sie können da nicht einfach so reingehen, als wäre nichts. Dieser Mann ist am Ende. Ihretwegen. Meinetwegen? Ha! Sie wissen es nicht mal. Nein, ich... Was ist mit dem täglichen Dutzend Rosen? Den Liebesgedichten? Der Einladung zur gemeinsamen Reise nach Venedig? Haben Sie die bekommen? Ach, nein. Natürlich nicht. Weil Sie nicht wissen, wie es um ihn steht, welche Leidenschaft da wütet. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, was Sie meinen. Mensch, der Junge ist scharf auf Sie. Weißt du schon als Neueste? Bin ich die Bahnauskunft? Dicke Luft. Oh, sie macht Diät. Diät? Du? Overbeck, wollen Sie Streife fahren? Das Berlin lässt sich so nicht. Zusammenarbeit? Die Hartwig hat ein Verhältnis mit Schäffler. Ach. Ja, da fragt man sich doch, warum verschwindet, nachdem Schäffler einen heißen Abend mit einem Mordopfer hatte, in der gleichen Nacht der Wagen seiner Geliebten. Der Diebstahl wurde von ihr ganz ordnungsgemäß am nächsten Morgen gemeldet. Übrigens nicht der einzige in dieser Nacht. Aber der einzige, der in Flammen endete. Was hat Buchholz damit zu tun? Der kassiert. Wir haben ihn vernommen, hat für die Nacht ein einwandfreies Alibi. Ja, trotzdem weiß er was er sich von Chef noch teuer bezahlen lässt. Herrgott, nochmal, verschwinde, hau ab, los. Komm wieder, wenn du Beweise hast. Ich hau dich, ich sag's dir. Hallo? Oh, hi. Ich habe lange darüber nachgedacht, aber ich will auf keinen Fall zur Polizei gehen. Worum geht's? Ich weiß, wem die Kette gehört. Wem was gehört? Die Halskette. Aus der Zeitung. Das ist Evas Kette. Ich mache uns mal einen Kaffee. In dem ausgebrannten Wagen hat die Polizei also eine Halskette gefunden. Die Besitzerin hat ausgesagt, dass es nicht ihre Kette ist. Also vermuten die Bullen, dass sie den Autoknackern gehört. Und dann haben die dieses Foto in die Zeitung gesetzt. Ich habe die Kette gleich erkannt. Aber Eva hat mit Autoknackern nichts zu tun gehabt, das hätte ich gewusst. Vor 4 Tagen. Sie sind ganz sicher, dass das Evas Kette ist? Ja klar, ich weiß doch noch, wie sie sich gefreut hat, als sie sie geschenkt bekommen hat. Von wem? Von so einem Kunden, der ziemlich verliebt in sie war. Der hat ihr eine ganze Menge geschenkt. Ich glaube, der kam nicht damit klar, dass sie es halt für Geld gemacht hat. Und hat Eva diesen Mann auch geliebt? Naja, also ich würde sagen... Sie fand ihn wohl ganz nett und hat auch ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt. Können Sie mir sagen, wo ich diesen Mann finde? Was wollen Sie schon wieder? Mit Ihnen über Eva reden. Ich weiß, wie viel sie ihnen bedeutet hat, was sie alles geschenkt haben. Zum Beispiel eine Kette. Sie haben sie geliebt. Warum haben Sie sie trotzdem zu Schäffler geschickt? Es war Ihre Idee. Sie wollte mir mit den Fotos zu meinem Geld verhelfen. Geben Sie mir die Fotos. Ich habe sie vernichtet. Sie hatten recht. War wirklich nicht angenehm, Sie mit einem anderen Mann zu sehen. Geben Sie mir die Fotos. Jetzt hauen Sie endlich ab. Nicht bevor ich die Fotos habe. Janik, Lukasch. Jetzt geben Sie mir diese verdammten Bilder, bevor noch jemand anders zu Schaden kommt. Im Moment würde ich mir über andere keine Sorgen machen. Anna, Georg hier, ich habe mal eine Frage. Wo wurde eigentlich der Wagen von der Hartwig gefunden? Was heißt denn hier wer? Ich gehe mehreren Sachen gleichzeitig nach. Doch, das macht schon Sinn. Irgendwann. Du hast mir auch nicht gesagt, dass ihr eure Autodiebe neuerdings per Zeitungsinserat sucht. Anna, sag mir doch einfach, wo der Wagen... Danke. Diät. Können wir jetzt endlich fahren? Jetzt nerv mich nicht, du wolltest doch mitkommen. Weil mir langweilig war, mit dir ist ja noch öder. Meinst du, mir macht das hier Spaß? Die Polizei hat doch schon alles untersucht. Was willst du denn hier noch finden? Man kann immer alles anderen überlassen. Es gibt auch 1000 andere Journalisten, die schon Detektivgeschichten geschrieben haben. Weshalb schreibst du noch eine? Weil ich Lust dazu hatte. Trotz der Recherche? Ja, okay, das war doof. Hat deine Geschichte aber erst glaubwürdig gemacht. Wenn man sich entschließt, was zu tun, dann soll man es gleich richtig tun. Sonst lass es gleich bleiben. Okay, ich lass bleiben. Was? Dir zuzuhören. Können wir jetzt fahren? Ich bin noch nicht fertig. Noch eine Moralpredigt? Ich bin noch nicht fertig mit dem Ort hier. Der Bauernhof da hinten. Die Leute könnten was gesehen haben. Na klar, wenn dann richtig. Kluges Kind. Miami, South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Hast du die Schweine gefüttert? Klar, riechst du doch. Tag. Ich habe mal eine Frage wegen des Wagens, der da abgeworfen ist. Ich habe schon der Polizei gesagt. Ich habe nichts gesehen. Und mich muss sowieso keiner fragen. Wieso? Solange die keine vernünftige Agrarförderung hinkriegen, muss keiner hierher kommen und von mir was wollen. Bitte? Hi. Hi. Was wollt ihr hier? Fragen, ob jemand gesehen hat, wie der Wagen abgefackelt wurde. Cooles Autoradio. Ist zum Rausnehmen, ne? Hast du was gesehen? Ja, die Bullen haben mich auch schon gefragt. Hat aber keinen Bock, denen was zu stecken. Wie viel Watt hatten das? 2x40, glaube ich. Was hast du denn gesehen? Mit CD-Steuerung? Klar. Okay. War eine Person. Mann oder Frau? Was hast du denn für Kassetten? Keine Ahnung. Hör rein. Es war eine Frau. Schlanke Figur. Konnte man gut erkennen gegen das helle Feuer. Danke. Gern geschehen. Auch wenn es bloß Mannis Radio war, ich werde es ihm ersetzen müssen. Du wolltest unbedingt was wissen. Du hast selber gesagt, wenn, dann richtig. Naja, ist ja schon gut. Also, Marion Hartwig hat ihren Wagen wohl selber angezündet. Aber warum? Damit man nicht merkt, dass er gar nicht gestohlen wurde? Vielleicht hat sie es für ihren Geliebten getan. Aber was hat Schäffler davon, wenn man denkt, dass der Wagen gestohlen wurde? Wer hat was, wenn wer was denkt? Wie kommt Evas Kette in den Wagen? Warum soll die Hartwig irgendwas vertuschen, wo Frau Schäffler ihm doch sowieso ein Alibi gibt? Ich meine, was hat er davon? Nichts. Wie? Wir haben meine Story immer noch nicht gedruckt. Hast du sie überhaupt abgeschickt? Ich werde sie fragen. Wen, die Zeitung? Ach, die Hartwig. Wie viel? Nee. Mehr als 200.000 sind in so kurzer Zeit nicht zu machen. Ja, liegen bereit. Liebes, mach dir doch keine Sorgen. Gut, ich werde heute Nachmittag mit dir dahin gehen. Aber ich werde nicht mit leeren Händen zurückkommen. Ja. Natürlich. Okay. Ja? Okay. Herr Dr. Schäffler? Ich bin da noch 5 da. Ja? Entschuldigen Sie, ich habe da ein paar Fehlbeträge bei den Buchungen der letzten Tage, die ich mir nicht erklären kann. Hätten Sie einen Moment Zeit, die Konten mit mir nochmal anzusehen? Ja, ich komme. Mir wäre einfach wohler, wenn Sie das noch einmal überprüfen. Das. Solche Fehlbuchungen kommen in diesem Bereich ja öfter vor. Noch eindeutiger geht's ja wohl nicht. Wenn er die Tasche nicht in Händen hatte, kann man ihm keinen Diebstahl nachweisen. Ja, was hat er denn sonst in dem Schrank zu suchen gehabt? Oder glauben Sie vielleicht, dass einer von uns mal soeben 200.000 Mark in einer Tasche war? Ich glaube, ist unerheblich. Woher hatte das Geld? Tja, da habe ich keine Ahnung. Und er wollte mich angreifen. Stimmt das? Ja, sicher. Mhm. So weit, so schlecht. Dann brauchen wir einen Haftbefehl für Herrn Wilsberg. Wenn Sie mitkommen, ich brauche Sie fürs Protokoll. Schon scheiße, wenn einem keiner glaubt, weil man ein mieser kleiner Privatdetektiv ist. Hab's Ihnen ja gesagt, lassen Sie mich lieber in Ruhe. Und wie wollen Sie heute Nachmittag bezahlen? Darüber können Sie sich ja im Knast den Kopf zerbrechen. Okay, war scheiße, ich weiß. Unser Freund der Staatsanwalt verknackt dich zu 3 Jahren. Mühelos. Und das war selbst gesagt, ohne Fingerabdrücke. Ach komm, ich wollte doch nur sehen, wie fest die zu ihrer Aussage stehen. Fehlende Fingerabdrücke gegen 2 Zeugen. Und wo habe ich das Geld her? Bis zum Prozess hat Schäffler Zeit, sich eine Geschichte auszudenken. Mhm. Bisschen Kaffee. Na dann komm. Wenn dieser Sachbearbeiter nicht dabei gewesen wäre, Schäffler hätte keinen Ton gesagt. Der brauchte das Geld. Wofür? Er hat es unterschlagen, um Buchholz zu bezahlen. Heute Nachmittag um 5 will er zusammen mit Hartwig dahin und die Fotos holen. Ich denke, Buchholz hat schon Geld gekriegt. Ja, und will mehr. Ja, und was macht jetzt Schäffler ohne Geld? Auf keinen Fall kann er an einem Nachmittag weitere 200.000 besorgen. Hm. Ja. Trotzdem unterstütze die Aussagen seines Angestellten. Ja, muss er doch, wenn er nicht selbst verdächtig sein will. Aber sein Ziel hat er erreicht. Du bist raus aus dem Spiel. Du willst mich echt hier festhalten? Oh komm, frag doch nicht. Sitzt im Schrank mit 200.000. Gib mir 2 Stunden. Wo ist Hartwigs Wagen? Den Weg in die Schrottpresse. Ach, übrigens, du hattest recht. Der Wagen ist nicht kurz geschlossen. Die Kette, die meine Kollegen in dem Wagen gefunden haben, ist von Eva Arnold. Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Ja, lass mich gehen. Kurz nach 5 kann ich dir die Beweise liefern. Georg, ich kann dich nicht weglassen. Es sei denn, du fliehst. Aber dann muss ich dich in 2 Stunden wiederfinden. Wie denn? Hiermit. Moment, ich muss... Einen Augenblick nur. Ganz kurz noch. Stadtplanung Münster? Manfred Höch? Ich bin's. Lass alles stehen und liegen, Mann. Ich brauche deine Hilfe. Mensch, Georg. Du weißt nicht, was du von mir verlangst. Doch, das weiß ich. Jetzt komm. Oh. Wo ist denn der Bankräuber? Abgehauen. Halt! Um die Fahndung kümmere ich mich. Platz an der Westseite. Stellen Sie sich, Sie haben keine Chance. Beeil dich, Schäffler muss jeden Augenblick kommen. Gut. Oberbeck, machen Sie kein Gesicht. Vor allen Dingen kein blödes. Geht los. Hopp, hopp, hopp. Hi. Was machst du denn hier? Mir war langweilig. Gibt's was Neues? Nichts, ich hab zu tun. Dauert das lange? Da ist er. Herr Buchholz. Was wollen Sie? Haben Sie die Fotos? Wo ist der Hartwig? Das ist doch dieser Schäffler, oder? Er will die Fotos von Buchholz. Und? Kriegt er sie? Ja, hoffentlich nicht, sonst sind meine Beweise futsch. Die werden sich jetzt mit mir einigen. Ich muss mich überhaupt nicht einigen. Wenn ich mein Geld nicht bekomme, dann gehe ich zur Polizei. Dann sind Sie dran, wegen Erpressung. Lassen Sie das meine Sorge sein. Geben Sie mir die Fotos. Geben Sie mir das Geld. Sie haben schon genug bekommen. Geben Sie mir die Bilder! Jetzt geht's los. Ich komm mit. Du bleibst hier. Lass dich los! Hey, Vorsicht! Weg, auf! Mann! Wo sind die Fotos? Schäffler hat sie. Was? Wo ist denn der hin? Bleib stehen! Was ist denn hier los? Sagen Sie es ihr. Was denn? Was auf den Fotos zu sehen ist. Was sind für Fotos? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Das reicht jetzt aber verdammt nochmal. Du hast deine 2 Stunden gehabt. Ich will die Beweise. Wo sind die Scheißfotos? So, hier sind die Fotos. Jetzt kommt alles in Ordnung. Was ist denn? Ach, Tanja langweilt sich. Gott im Himmel, hast du einen Mist gemacht. Verschwinde! Danke. Schon okay. Oberbeck, nehmen Sie ihn mit. Wieso? Sie sind verhaftet wegen Mordes an Eva Arnold. Er war's nicht. Bitte? Sie war's. Das können Sie nicht beweisen. Geben Sie mir die Fotos. Sie werden keinen Mord darauf erkennen. Hier. Sie sitzen in Ihrem Wagen, der angeblich in dieser Nacht gestohlen wurde. Buchholz hat es herausvergrößert. Was soll das schon beweisen? Wahrscheinlich wurde er später gestohlen. Möglich. Aber Buchholz hat noch ein anderes Indiz auf den Fotos entdeckt. Die Halskette, die Eva hier trägt, ist dieselbe, die am nächsten Tag in dem ausgebrannten Wrack gefunden wurde. Buchholz kannte die Kette nur zu gut. In der Zeitung sah er den ausgebrannten Wagen, verglich ihn mit dem aus den Fotos und wusste genau, was mit Eva passiert ist. Das reicht nicht als Beweis. Ja. Georg, die Polizei hat was gefunden, wie du vermutet hast. Blutspuren. Danke, Manni, gutes Timing. In ihrem Wagen wurden Blutspuren gefunden. Sie haben Eva Arnold in ihrem Auto umgebracht, den Wagen dann angezündet, um die Spuren zu vernichten und dabei die Halskette übersehen. Ich hatte Angst, ihn zu verlieren. Ich habe ja nicht gewusst, dass sie bloß ein Callgirl ist. Was ist mit seiner Frau? Von der trennt er sich doch. Warum haben Sie ihr nicht die Wahrheit gesagt? Dass Sie Ihre Frau nie verlassen würden? Ich habe doch nicht gewusst, dass sie sowas... Und als sie es Ihnen gestanden hat? Da habe ich für sie bezahlt. Ja. Ich wollte Ordnung in die Sache bringen. Irgendwie war ich doch dafür verantwortlich. Ihr habt sie umgebracht. Also jetzt ist Schluss. Sie sind verhaftet wegen Erpressung. Sie sind verhaftet wegen Vereitelung und Unterschlagung. Und du kommst auch mit. Dauert das lange? Ich habe im Auto auf sie gewartet. Ich wollte ja nur mit ihr reden, ihr klar machen, dass sie die Finger von Jürgen lassen soll. Müssten Sie den roten Volvo gesehen haben? Hm? Ja. Sie war so schnell im Haus, ich konnte sie gar nicht ansprechen. Also musste ich warten, bis sie zurückkommt. Und in der Zeit haben Sie sich ausgemalt, was da oben alles passiert. Als sie zurückkam, ich habe so getan, als ob ich eine Straße suche. Sie hat sich zu mir ins Auto gesetzt. Es war ganz seltsam. Sie hat sich fast nicht gewehrt, sie hat nur die Arme hochgehoben. Und als das Auto voller Blut war, da haben Sie beschlossen, es abzubrennen. Ich war doch gar nicht vorbereitet. Ja. Und das Messer war zufällig im Auto? Warum hat sich Ihre Wut nicht gegen Schäffler gerichtet? Warum gegen ihn? Für Mord? Für dich. Wegen Hausfriedensbruch, versuchten Diebstahl, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Strafvereitelung. Dann will ich eine andere Zelle, hier zieht's. Du bist selber schuld. Wenn ich mit dir nicht so einen Ärger gehabt hätte, dann hätte ich meine Diät eingehalten. Hätte ich die eingehalten, hätte ich bessere Laune gehabt. Hätte ich bessere Laune gehabt, dann hätte ich mit unserem Freund im Staatsanwalt reden können, die Anklage gegen dich fallen zu lassen. Weil du ja von Anfang an mit uns zusammengearbeitet hast. Ich verstehe kein Wort, aber es klingt, als hättest du Hunger. Lammrücken mit Senfkrustchen. Es ist wirklich so. Wenn ich meine Diät nicht einhalte, dann habe ich schlechte Laune, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Und wenn du sie einhältst, hast du schlechte Laune, weil du Hunger hast. Filetspitzen mit Rotweinsauce. Oh Gott, wenn ich mal was Vernünftiges essen würde, dann könnte ich ja eventuell noch mal mit unserem Freund im Staatsanwalt. Einverstanden, ich suche das Restaurant aus, du zahlst. Ach, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Heute Abend um 8. Wenn du nicht pünktlich bist, ich sorge dafür, dass du brummst. Und zwar die ganzen 3 Jahre. Seit wann hast du meinen Wagen wieder? Lange Geschichte. Und wo ist mein Radio? Jetzt sei mal nicht undankbar. Ich meine, hast du deinen Wagen wieder? Was hast du mit meinem Radio gemacht? Nennen wir es Agrarsubvention. Mit meinem Radio? Wie läuft's eigentlich mit dir und Frau Schulte? Was hat das jetzt mit meinem Radio zu tun? Na, ich dachte nur so, ob sie vielleicht eine Antenne für dich hat. Ja. Ich glaube, sie ist doch nicht die richtige für mich. Warum nicht? Ja, irgendwie, weißt du, ich will die Frau erobern, nicht umgekehrt. Die knuscht mich einfach ab, wie sie will, ohne mich zu fragen. Da fühle ich mich wie ein Sexualobjekt. Verstehst du? Klar, Manni, verstehe ich. Und? Toll. Findest du? Hat sie toll geschrieben. Objektiv, sachlich, nüchtern. Wenn du meinst. Die Idioten haben meinen ganzen Artikel versaut. Das liest mich doch völlig bescheuert jetzt. Aber ist sowieso egal. Ich will eh keine Journalistin mehr werden. Sondern? Keine Ahnung. Erst mal raus hier. Gibst du mir dein Auto? Ich? Klar, er hat ja keins. Jetzt fängst du auch noch an. Kommt überhaupt nicht in Frage. Lass sie doch. Nein. Mensch, als Belohnung für den tollen Artikel. Nein, ich verleihe meinen Wagen grundsätzlich nicht mehr. Erst recht seit der Sache mit dem Radio. Apropos Radio, ich wollte nämlich ein Radio einbauen. Siehst du, ist doch nett. Radio einbauen? Kannst du das überhaupt? Nö, ich nicht, aber er. Hi. Hi. Auch hi. Wo will denn der das machen? In der Werkstatt. Vom Freund? Übers Wochenende. Super, so eins hatte ich auch schon mal. Haha, übers Wochenende. 2x40 Watt und CD-Steuerung. Dazu brauchen wir noch kein ganzes Wochenende. Zu zweit. Okay. Bist du irre? Wieso? Weil, ich brauch dein Auto. Ach ja, wieso denn? Essen um 8 mit Springer, super wichtig. Oh, wie war das nochmal? Bei aufkeimenden Beziehungen sollte man frühzeitig lernen, mit Enttäuschung fertig zu werden. Hm? Siehste. Danke, Manni. Was überhaupt, dass er nicht gestohlen wird, ne? Aber findest du das richtig? Immerhin besser, als wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs wäre. Guck mal her. Fahrradgruppe von wütendem Fußgänger verprügelt. Ich war's nicht. Ehrlich. It wasn't me, it's not my fault, not guilty, I call the show. My only crime in life is that I seem to move for slow. The wheels were spinning all around, I couldn't see them all. So once again, old George was there to take another fall. There this old game of life on the outside looking in. It seems I always wind up on the losing side of the wind. Kannst du nächstes Mal selber machen. Fakten sammeln gehört zum Handwerk des Journalismus. Ja, ich weiß, ich soll recherchieren lernen. Aber weißt du, wie bescheuert das ist? Ich stehe morgens früh stundenlang in diesem blöden Archiv, um irgendwelche Zeitungsfotos zu suchen. Und du hast doch gesagt, dass du ihn schon mal gesehen hast. Habe ich ja auch. Wusste ich aber noch nicht, was für ein Stress das ist. Hier, Dr. Schäffler, irgend so ein Direktor. Ist verheiratet und macht mit einer anderen rum. Die Sau. Bei Sonnenschein und guter Laune war ich mit Dr. Schäffler, Direktor der Münsteraner Kreditbank, und seine Gattin, Rechtsanwältin Caroline Schäffler, den neuen Kindergarten in der Westgasse mit einer großzügigen Spende des Kreditinstitutes ein. Auch die schmutzigen Spielchen der oberen 10.000 entgehen dem geschulten Auge des Privatdetektivs nicht, denn vor ihm sind alle gleich. Vielen Dank für die Blumen. Was ist eigentlich mit dem angeblichen Ehemann von der toten Frau? Keine Spur. Jansen heißt er jedenfalls nicht, ich habe gestern alle abgeklappert. Aber jetzt kann ich ja mal den Herrn Direktor fragen, ob ihm jemand spannende Fotos von seinen Bettspielchen mit Eva angeboten hat. Erpressung, wie geil. Als Handlanger eines Erpressers missbraucht, macht Georg Wilsberg auf die Suche nach der Wahrheit. Du musst beweisen können, was du schreibst. Man darf so eine Geschichte auch nicht kaputt recherchieren. Und wir wissen, der Privatdetektiv ist nüchterner Zeuge und unliebsamer Beobachter. Warte, ich komm mit! Da musst du mich beeilen, bei 3 fahr ich los. 3. Aber manchmal ist er auch nur gemein und hinterhältig. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, Frau Hartwig, ich würde gerne mit Herrn Dr. Schäffler sprechen. Er ist leider nicht im Haus. Kann ich Ihnen helfen? Sie können mir sagen, wo ich ihn finde. Worum geht es denn? Da bin ich mir im Moment gar nicht so sicher. Also, Sie müssten mir schon verraten, was Sie von Herrn Schäffler wollen. Sagen wir, ich will ihn davor warnen, in einen Handel einzugehen. Wenn Sie möchten, werde ich mit Herrn Schäffler sprechen und Sie bezüglich eines Termines anrufen. Wie ist denn Ihr Name, bitte? Danke, machen Sie sich keine Mühe. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Hab ich? Also, dafür bin ich eigentlich nicht zuständig. Ja, ist gut. Ich komme. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich suche Herrn Schäffler. Herr Dr. Schäffler reitet aus. Prima, dann hat er Zeit für ein Schwätzchen. Wo reitet er denn? Das Ausreiten auf dem Gelände ist nur Mitgliedern gestattet. Ich fürchte, Sie werden ihm nicht folgen können. Verstehe. Vielen Dank. Halt! Warten Sie! Herr Dr. Schäffler? Ja? Herr Dr. Schäffler? Mein Name ist Wilsberg. Angenehm. Ich habe gehört, Sie sind Bankdirektor, Herr Schäffler. Ja. Spannender Job, Kontakt zu vielen Menschen. Ach, viel Schreibtischarbeit, Papierkram. Wissen Sie, ich könnte mir vorstellen, als Bankdirektor, da ist man doch sicher oft irgendwelchen Intrigen und Anfeindungen ausgesetzt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Sie das meinen. Naja, ich stelle mir vor, dass ich als Bankdirektor ziemlich gefährdet wäre. Ich könnte zum Beispiel Opfer einer Erpressung werden. Lass Sie nicht aufhalten, ich komme gleich nach. Worauf wollen Sie hinaus? Angenommen, ich wäre verheiratet und jemand hätte Fotos von mir im Bett mit einer anderen Frau. Was soll ich denn da tun? Dann sollten Sie so klug gewesen sein und Ihrer Frau schon früher von Ihrem Verhältnis berichtet haben. Dann wäre die Erpressung wirkungslos. Das ist eine Möglichkeit. Aber welche Ehefrau macht sowas mit? Das fragen sich wahrscheinlich Millionen von Männern. Wenn man so eine hat, dann sollte man sie nie mehr gehen lassen. Plötzlich wird meine Geliebte ermordet aufgefunden. Ermordet in der Nacht, in der besagte Fotos gemacht wurden. Wie muss ich dann reagieren? Wie meinen Sie das? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Ich sagte, die Geliebte wurde ermordet und der Letzte, der sie lebend gesehen hat, ist der Bankdirektor. Was ist dann? Ich glaube, jetzt war es. Wenn Sie dann mal Bankdirektor sind, können wir ja weiterreden. Guten Tag. Sie die nicht bezahlen? Ich habe eigentlich gedacht, ich spare das Geld. Für 2 Kaffee? Gerne. Aber geht gerade nicht. Wo warst du so lange? Der Typ von der Pfandleihe hat das Objektiv verkauft. Du musst erst mal ein anderes finden. In meiner Tasche. Ich hasse diesen Job. Warum machst du denn sowas? Echt, ich verstehe dich manchmal nicht. Was hätte ich denn tun sollen? Scheiße. Lass doch offen. Hast du nicht gehört, wie viele Autos hier in letzter Zeit gestohlen werden? Du musst deiner Kundin die Fotos auch geben. Das war doch dein Auftrag. Mensch, 500 Mark, damit könntest du wenigstens einen Teil deiner Schulden bezahlen. Na hör mal, es gibt aber auch Grenzen. Das hat ihr doch nicht ernst gemeint. Manni, sie hat die Fotos gesehen, ist rot geworden vor Wut und bietet mir 12.000, wenn ich einen Unfall ihres Mannes arrangiere. Ich sage, tut mir leid, ist nicht drin und sie bietet mir 15.000. Dann hast du die Fotos wieder abgenommen und sie rausgeschmissen, ne? Nur weil ich Privatdetektiv bin, heißt das noch lange nicht, dass ich mich für jeden Dreck kaufen lasse. Wenn ich das wollte, wäre ich auch Stadtrat geworden. Ja, sehr witzig. Kann man auch nur denken, wenn einer da ist, der ihm immer wieder den Kühlschrank auffüllt. Herr Wilsberg? Ja, Moment, ich komme. Und der Laden läuft eben nicht. Kein Mensch liest mehr alte Bücher. Wie viel macht's denn bisher? Oh, einen Moment. Mit heute macht das zusammen... Na, was auch immer, schreib's drauf, ich geb's dir dann. Sowieso nicht. Ja, bitte. Guten Tag. Ich suche einen Privatdetektiv. Glückwunsch, Sie haben einen gefunden. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Was ist Ihr Problem? Es geht um meine Frau. Sie hat eine Affäre. Das wissen Sie mit Sicherheit, Herr... Jansen. Ja. Und ich möchte, dass Sie mir Fotos davon liefern. Wenn Sie es schon wissen, wozu dann noch Fotos? Ich will einen klaren Beweis. Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass es im Nachhinein nicht angenehm ist, wenn man sich diese Bilder... anschaut, seine Frau mit jemand anders zu sehen ist. Also, Herr Wilsberg, die Sache wird mich nicht umhauen. Oder haben Sie mit solchen Fotos ein Problem? 90 Mark die Stunde plus Spesen, wenn ich Ihre Frau beschatte. Sobald ich den Namen und die Adresse des betreffenden Herrn herausgefunden habe, weitere 500 für die Fotos. Beschatten brauchen Sie meine Frau nicht. Ich kann Ihnen Ort und Zeit sagen, wann Sie sich wieder treffen. Warum machen Sie die Fotos dann nicht selbst? Dafür gibt es doch Leute wie Sie. Profis mit genügend Erfahrung und der richtigen Ausrüstung. Sie sind mir empfohlen worden. Hier. Das ist sie. Also wie war das? Wenn Sie die Adresse schon haben, 600. 500. Schön, 500. Eine weitere 100 ist keine Motivation für gestochen scharfe Bilder. Wann? Heute Abend um 9. Tanja, noch ein Löffel. So ist leckerer. Keine Eltern, keine Erziehung. Hi Tanja, hab mich schon gewundert, wo du bleibst. Wieso? Dauert doch sonst nicht so lange, bis du auftauchst, wenn der Kühlschrank mal voll ist. Wollte nur mal Tag sagen. Okay, aber lass die Finger vom Kirschjoghurt. Mann, ich brauch dein Auto. Was? Mal probieren. Nee, Georg. Nicht schon wieder. Ach komm schon, Manni. Ich habe einen Auftrag angenommen. Nicht mit meinem Auto. Ihnen wenigstens jetzt einen Löffel. Kümmere dich lieber um deinen Schützen. Die futtert dir alle Vorräte weg. Also ich muss jetzt sofort nach Hause und dann zur Ausschusssitzung. Lies doch einfach das Protokoll. Steht alles drin. Es geht um was Wichtigeres. Ach, es geht um diese... Ja, diese. Wer diese? Du nimmst einen Löffel. Es geht um Frau Schulte, seine Traumfrau. Wegen der willst du dahin? Naja. Auf 123 StGB, Hausfriedensbruch, kann mit Freiheitsentzug bis zu einem Jahr bestraft werden. Wenn sie einen erwischen? Wenn man zum Beispiel überall seine Fingerabdrücke hinterlässt. Hast du sowas schon oft gemacht, so einbrechen und so? Wenn du wirklich Journalistin werden willst, dann lern schon mal, dass man manche Fragen besser nicht stellt. Manche Fragen besser nicht stellen. Gute Fotos. Und die Negative? Sind dabei. Dann auf Wiedersehen, Herr Wilsberg. Auf Wiedersehen, Herr Jansen. Die Tatwaffe nicht gefunden. Was sagt der Gerichtsmediziner? Hat versprochen, sich zu beeilen. Heute Nachmittag liegt der Bericht auf Ihrem Tisch. Danke. Hallo, Leo. Hallo, Anna. Na, was macht das Geschäft? Hast du wenigstens ein paar interessante Jobs gehabt in letzter Zeit? Den üblichen Ehekram. Kennst du eine Eva Arnold? Nicht, dass ich wüsste, wieso. Und? Wann ist sie ermordet worden? Vermutlich vor 5 Tagen, genaueres wird die Obduktion zeigen. 14 Einstiche, Brust-Halsbereich, durchtrennte Halsschlagader. Muss eine ziemliche Sauerei gewesen sein. Vielleicht ein Sexualdelikt. Was ist? Kennst du sie? Nein. Wir haben deine Visitenkarte bei ihr gefunden. Aha. Dann hat ihr Auto vielleicht einen kaputten Blinker. Bitte? Ich habe vor ein paar Tagen beim Einparken einen anderen Wagen gerammt. Meine Visitenkarte in den Scheibenwischer geklemmt und war es möglicherweise ihrer. Weiter? Nichts weiter. Du hast doch gar kein Auto. Ach so, Manni musste wieder herhalten, verstehe. Was soll denn das? Glaubst du vielleicht, ich habe sie umgebracht, damit Mannis Versicherungsprämie nicht steigt? Komm mit in mein Büro. Ich weiß, du hast sie nicht umgebracht, aber ich kenne dich lange genug, um zu wissen, wann du lügst. Wo warst du vorigen Donnerstag? Weiß ich nicht mehr. Was soll das? Willst du demonstrieren, wie groß deine Abneigung gegen die Polizei ist? Nein, aber du traust einem heruntergekommenen Privatdetektiv anscheinend alles zu. Ja. Scheiß Job, ne? Leute bespitzen. Er ist halt Anwalt geblieben. Aber leider haben sie die Zulassung entzogen. Kann ich was dafür? Aber das sind doch alte Geschichten, da denke ich doch überhaupt nicht mehr dran. Dann ist ja gut. War sie vielleicht verheiratet oder hat einen festen Freund oder sonst irgendjemand, der Grund hatte, eifersüchtig zu sein? Nein. War Single. Ihr werdet den Kerl schon kriegen. Im Büro. Bist du ruhig, ich hab da noch Mittagspause. Wer hat dir gesagt, dass ich hier bin? Meine Frau Schulte. Was? Wie, wann, wo hast du ihn gesehen? Sie kam in dein Büro und hat mich rausgeschmissen. Sie kam in mein Büro? Wieso rausgeschmissen? Ich saß an deinem Computer, ich wollte in die Zentralkartei des Einwohnermeldeamts. Mit meinem Computer? Ich war schon drin, da stand sie mitten im Zimmer. Sag mal, spinnst du? Ich suche einen Jansen, der Typ, der mir letzte Woche den Fotoauftrag gegeben hat. Warum? Die Frau auf den Bildern ist tot. Oh Gott. Ermordet in der Nacht, in der ich sie mit einem anderen Mann im Bett fotografiert habe. Warst du da schon der Polizei? Ach, natürlich nicht. Der Typ hat mich komplett verarscht und ich habe mich von ihm kaufen lassen. Meinst du, er war's? Möglicherweise. Jansen ist mit Sicherheit ein falscher Name. Nein, Georg, bitte. Ach komm, Manni, es gibt 23 Jansens in Münster und Umgebung. Die kann ich doch nicht alle zu Fuß abklappern. Aber erst sagst du mir, was Frau Schulte von mir wollte. Na gut. Sie hat sich in der Tür geirrt. Aber immerhin, sie kennt mich. Sie weiß, wer sonst dort sitzt und dass ich nicht du bin. Ja, dann hast du ja alle Chancen. Pass auf, dass der Wagen nicht gestohlen wird. Und denk dran, nach längeren Strecken ein bisschen Kühlwasser nachfüllen. Ja, mach ich. Als sie bei uns angefangen hat, machen mir die Sitzungen richtig Spaß. Letztes Mal hätte ich sogar fast Platz neben ihr bekommen. Das ist schon mal angesprochen. So weit sind wir noch nicht. Ich will auch nicht so überstürzen, weißt du. Das ist vollkommen richtig. Damit du heute Abend nicht auf dumme Gedanken kommst, gehst du am besten ins Kino und lenkst dich ab. Meinst du? Aber ich wollte sie wenigstens sehen. Naja, aber gerade bei aufkeimenden Beziehungen sollte man frühzeitig lernen, mit Enttäuschung fertig zu werden. Pass aber drauf auf, ja? Klar. Ich will mit dir mit. Bist du irre? Ich hab da zu tun. Eben, deswegen ja. Was willst du denn damit? Ich hab zu tun. Kommt gar nicht in Frage. Ich weiß, es ist schwer, einem weisen Kind einen Wunsch abzuschlagen. Apropos schlagen, provozier mich nicht. Wo soll ich dich denn rauslassen? Du hast doch letztens über Berufswahl und Ausbildung und so geredet. Ja, wahrscheinlich. Und? Ich weiß jetzt, was ich machen will. Nämlich? Ich werde Journalistin. Ach, wir müssen das anstellen. Ganz einfach. Ich schreibe eine Story und weil sie auf jeden Fall richtig spannend wird, druckt die Zeitung sie und ich krieg Geld. Das ist doch keine Ausbildung. Was brauche ich denn für eine Ausbildung? Schreiben kann ich und die Kommas kannst du für mich setzen. Klasse. Und deshalb musste ich dich mitnehmen? Ja. Ich schreibe nämlich eine coole Reportage über einen coolen Privatdetektiv. Nämlich über dich. Vergiss es. Mann, echt geschickt, Herr Detektiv. Oh, Scheiße. Verzeihung, ich hab sie überhaupt nicht gesehen. Ja, sieht wohl so aus. Mist. Wollen Sie die Polizei rufen? Nee, ich glaube, die brauchen wir hier nicht. Ich weiß nicht, wie die Rechtslage ist in solchen Fällen. Na, wie immer, der mit dem besseren Anwalt gewinnt. Ich vermute mal, ich bin schuld hier. Rufen Sie mich an, die Versicherung wird das regeln. Georg Wilsberg, Buchhandel und Antiquariat. Ich habe leider keine Karte dabei, aber Sie werden von mir hören. Gerne. Schönen Abend noch. Ebenso. Getarnt als Buchhändler lauert Georg wegen dunklen Nächten. Was den Scheiß? Keine Sorge, von mir erfährt niemand, was für ein Tollpatsch du bist. Getarnt als Buchhändler lauert Georg W. in dunklen Nächten jenen Menschen auf, die ein stilles Geheimnis mit sich herumtragen. So, ich muss arbeiten. Du bleibst im Wagen. Ich störe dich nicht, ehrlich. Ich mache mir nur ein paar Notizen für meinen Artikel. Wenn ich dich störe, dann sagst du das und dann gehe ich wieder, okay? Dann hätten wir das ja geklärt. Du störst mich, ich sag dir das, also gehst du wieder. Im Auftrag wütender Ehemänner ist er unterwegs, um die Wahrheit über Liebe, Treue und Verrat ans Licht zu bringen. Mensch, sowas druckt doch kein Mensch. Du kannst dich doch nicht in so ein Gewerbe reinstümpern. Du hast auch keine Ausbildung als Privatdetektiv. Aber ich muss diesen Job machen. Ach ja, und warum? Weil ich nichts Vernünftiges gelernt habe. Ich denke, du hast Jura studiert. Eben. Keine Tür hält ihn auf, kein Schloss ist für ihn. Verschwinde! Ach komm schon, ich will es versuchen, ganz ernsthaft. Den Artikel wird niemand nehmen. Ich will dir auch bloß eine Absage ersparen. Pech, wenn ihn keiner nimmt, dann nimmt ihn keiner. Aber ich will es wenigstens versucht haben. Versuch wenigstens die Klappe zu halten. Was machen die hier eigentlich? Und hier habe ich den besten Platz für die Fotos. Was sind die Fotos? Was machen die? Psst. Was willst du hier fotografieren? Ich fass nichts an. Was denkt sich ein Detektiv, wenn er sowas macht? Nichts. Wenn du mir nichts erzählst, dann kann ich später auch nichts schreiben. Also gut. Was denkt sich ein Detektiv? Ich zum Beispiel denke darüber nach, wie lange wir Zeit haben, bis der Mieter dieser Wohnung zurückkommt. Und wie lange? 11 Minuten. Höchstens. Und woher weißt du das? Wonach riecht's in dieser Wohnung? Spießig. Und muffig. Es riecht nach Hund. Die Wohnungstür war nicht abgeschlossen, sondern nur zugezogen. Das heißt, der Mieter ist nicht in Urlaub. Bleibt anzunehmen, dass er um diese Zeit mit seinem Hund Gassi geht. Das heißt, er marschiert einfach um den Block. Das ist 1 Kilometer. Dafür braucht er mit Pinkelpausen für den Hund ungefähr 15 Minuten. Wir sind seit 4 Minuten in der Straße, haben niemand mit Hund getroffen. Das heißt, uns bleiben noch 11 Minuten, bis er zurückkommt. So einen Scheiß muss man sich ausrechnen. Was? Die haben es so eilig. Ziehen die Vorhänge nicht zu, lassen das Licht brennen. Hey, alter Mann, schon vergessen, was Leidenschaft ist? Hey, das ist nichts für dich. Jetzt tu doch nicht so, als wäre ich noch ein Kind. Ey, das ist doch die Tussi, die du eben unten angefahren hast. Ach, sag bloß. Du bist vielleicht unauffällig. Vielleicht sollte ich doch lieber über den anderen schreiben. Den Typ, den kenne ich auch. Wer soll das sein? Keine Ahnung, aber sein Bild habe ich schon mal in der Zeitung gesehen. Was machst du jetzt? Zum vollständigen Job gehört auch, dass ich festhalte, mit welchem Auto sie gekommen ist und in welches Haus sie gegangen ist. Cool, das war ja richtig spannend. Verstoß gegen Paragraph. Was ist mit dem Wagen? Was soll damit sein? Gestohlen? Totalschaden? Ausgebrannt? Quatsch. Inzwischen brennen sie nämlich schon die Autos ab. Diese Aufknacken. Hier. Würde dich umbringen, wenn das mit meinem passiert. Ist doch schon eine Woche alt. Umso schlimmer. Das sind Serientäter. Und werden sie schon bald den nächsten holen. Was machst du denn da? Ich suche die Privatadresse vom Direktor der Münsteraner Kreditbank. Dr. Schäffler? Mhm. Verdächtigst du den etwa? Bisher überprüfe ich ihn nur. Ja, das kenne ich. Du fängst an und siehst in allem und jedem einen Zusammenhang. Manni, sie war kurz vor ihrem Tod mit ihm im Bett. Na gut. Aber von mir hast du sie nicht. Oh, ist das weit. Ja, ich sag dir, lass die Finger von dem. Wenn du dich mit dem anlegst, kriegst du in Münster keinen Fuß mehr auf den Boden. Manni, das ist Wahrheit. Frau Schäffler? Ja. Mein Name ist Wilsberg. Ich würde gern mit Ihnen über Eva Arnold sprechen. Frau Arnold war eine Bekannte Ihres Mannes. Und sie ist tot. Das ist eine ziemliche Frechheit, Herr Wilsberg. Woher nehmen Sie den Mut, in mein Haus zu kommen und mich nach meinem Eheleben auszufragen? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will Sie nicht ausfragen. Ihr Mann hat mir bereits einiges erzählt. Von Ihnen brauche ich lediglich die Bestätigung. Sie unterstellen ihm also, dass er lügen könnte? Derartige Ehen sind selten. Wie sah die Frau aus? Er hat nicht gelogen. Sie wussten von der Affäre? Ich meine, er hat nicht gelogen, als er mir gesagt hat, dass sie gut aussieht. Seit wann wussten Sie es? Ich dachte, Sie wollten mich nicht ausfragen. Naja, das war nicht die erste und es wird auch nicht die letzte bleiben. Eva, glaube ich, heißt sie. Hat die Marion, die Elke, die Christine, all die anderen Frauen vor ihr, von denen habe ich auch gewusst. Und Sie dulden das alles? Ich erlebe in meiner Kanzlei oft genug, was es heißt, wenn eine Ehe in die Brüche geht. Ist Scheidungsrecht Ihr Fachgebiet? Nein. Aber wenn man möchte, dass eine Ehe lange hält, dann muss man was dafür tun. Was wären Sie bereit, dafür zu tun? Ich mache Zugeständnisse. Gibt's noch irgendjemand anderen, der von den Affären Ihres Mannes wissen könnte? Natürlich. Ich wette, der gesamte Münsteraner Landadel weiß es. Aber man würde es nicht laut sagen. Dazu ist mein Mann... zu gefürchtet. Zu gern gesehen, Herr Wilsberg. Morgen, Herr Wilsberg. Ich komme wegen unseres Gesprächs auf dem Reiterhof. Ach ja? Wenn ich gewusst hätte, worum es geht, dann hätte ich Ihnen natürlich konkrete Angaben machen können. Aber ich habe nicht gewusst, dass Eva... Ist schon in Ordnung. Ich habe erfahren, was ich wissen wollte. Es ist da aber offensichtlich zu Missverständnissen gekommen. Sie rücken mich da in die Nähe zu einer Tat, die mit meiner Beziehung zu Eva nichts zu tun hat. Wie war denn diese Beziehung? Eher flüchtig. Flüchtig genug, um damit erpresst zu werden? Das ist so nicht richtig. Ach komm, Sie während unseres Gesprächs auf dem Reiterhof, da dachten Sie, ich wäre einer der Erpresser. Nein, ich muss Sie bitten, Ihre falschen Beschuldigungen zu unterlassen. Ich beschuldige Sie doch gar nicht. Ich sage lediglich, Sie werden erpresst, also Sie sind eigentlich das Opfer. Und ich muss Sie bitten, meine Frau nicht damit zu belästigen. Ich muss Ihre Behauptung überprüfen. Es gibt nichts zu hinterfragen. Sie lassen mich und vor allem meine Frau in Ruhe. Nicht bevor ich weiß, was Sie mir verheimlichen. Das wird Ihnen große Unannehmlichkeiten bereiten. Für wen arbeiten Sie? Für mich. Ich habe die Fotos gemacht, mit denen Sie erpresst werden. Ich will wissen, wer Eva deswegen umgebracht hat. Sie waren das? Sie widerlicher Kleiner. Sie machen mit denen gemeinsame Sache. Und dann fragen Sie mich, wer die Frau auf dem Gewissen hat? Geben Sie mir die Negative. Die habe ich nicht mehr. Ich warne Sie. Ich will die Negative. Wozu? Ich denke, man kann Sie damit nicht erpressen. Es geht ums Prinzip. Wenn Sie mir die Negative nicht geben, dann werde ich dafür sorgen, dass Sie hier in Münster keine müde Mark mehr in die Finger kriegen. Das bin ich gewohnt. Was denn noch? Haben Ihre Kollegen irgendwas vergessen? Wieso? Die von der Spurensicherung haben doch schon alles auf den Kopf gestellt. Was suchen Sie denn noch? Wohnen Sie auch hier? Oben drüber. Und kannten Sie Eva gut? Ja, aber das habe ich doch der Kommissarin schon alles erzählt. Sie sind überhaupt nicht von der Polizei. Ich bin Privatdetektiv. Dann haben Sie hier erst recht nichts verloren. Wissen Sie, ich habe Eva nur kurz kennengelernt, aber ihr Tod tut mir sehr leid. Was wollen Sie denn hier? Ich verfolge eine Spur, die ich der Polizei nicht direkt auf die Nase binden möchte. Was für eine Spur? Ich habe Evas Handy gefunden. Jetzt würde ich gern wissen, mit wem sie in den letzten Tagen telefoniert.